Hallöchen Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Rupi hier und eine weitere Figur von Spin Master. Ohne Zahn, Toothless, in diesem Fall der Racing Toothless, der Fliegende ohne Zahn, hier als fliegender Drache ganz einfach deklariert. Die Figur ist schon ein Weilchen auf dem Markt, die gibt schon seit 2014 oder sogar noch länger, glaube ich nicht. Ich denke mal so 2014 rum. Ohne Gewehr. Denn es gibt diese Version auch ohne Rennstreifen. Ja, also einfach ganz normal ohne Zahn schwarz. Hier in der Version mit Rennstreifen. Ja, und das Besondere an dieser Figur ist die Tatsache, dass ohne Zahn hier fliegen kann. Und auch nicht nur ein bisschen, sondern 15 Meter. Wie gut er das kann, wie hoch er das kann und wie lange er das kann, das schauen wir uns heute in diesem Video hier an. Und dabei wird mir vermutlich ein guter Freund oder eine gute Freundin helfen. Ich greife mir da immer den Nächstbesten, der gerade in der Nähe ist. Und die müssen mir dann bei meinen Experimenten helfen. Tja, das ist alles für die Dragons-Wissenschaft. Und natürlich in erster Linie auch für mich, für euch, weil ich wissen will, ob es auch tatsächlich funktioniert. Ja, okay, also ich wünsche euch und mir viel, viel Spaß bei diesem Video. Denn ich werde, wenn es soweit geht, raus in unseren Garten gehen und unser Kerlchen hier tatsächlich im Freien fliegen lassen. Einige andere Sammler und auch einige von euch haben mich bereits zu dieser Figur angeschrieben, als ich sie mal in einem Einkaufshall vorgestellt habe. Und die haben dann gesagt, oh Rupi, pass bloß auf, das Teil ist tierisch empfindlich, die Flügel können sofort brechen, wenn er entsprechend auf dem Boden wieder aufkommt. Oder die Flügelfolie kann reißen. Flügelfolie werdet ihr gleich sehen, wenn ich es auspacke, denn die Flügel sind nicht aus Plastik, sondern wirklich ja aus einer Plastikfolie. Ja, mega dünn und die Ärmchen vorne, wo die Folie dran befestigt wurde, die sind irrsinnig dünn. Also klar, man muss natürlich überall Gewicht sparen, damit das Teil überhaupt fliegen kann, aber das ist schon extrem dünn und die brechen eigentlich schon fast beim Angucken ab. Aber ich meine, Spin Master muss sich ja was dabei gedacht haben bzw. ausprobiert. Umso mehr bin ich gespannt, wie es dann tatsächlich hier in der Realität bei mir im Garten ausschaut. So, bevor ich jetzt wieder ewig rede, lasst uns angehen, lasst uns auspacken, unseren fliegenden ohne Zahn mit Rennstreifen. Hoho. Okay, also wir sehen hier noch die typische Verpackung der ersten Generation. Oben Higgs auf ohne Zahn, klasse Bild, gucke ich immer wieder gerne an. Hier haben wir das How to Train Your Dragon 2 Logo, was hier von dem Flügel abgedeckt ist. Wir sehen hier auch einen Text dahinter, den man nicht wirklich lesen kann. Auf dieser Seite finden wir auch einen Text in Deutsch, fliegt mehr als 15 Meter. Hammer, ne? Die Flügel und so weiter, wie das Ganze ausschaut, das schauen wir uns dann an, wenn ich ihn ausgepackt habe. Dann hier haben wir die Bezeichnung Racing Toothless in verschiedenen Sprachen, unter anderem in Deutsch fliegender Drache. Ja, warum man da jetzt nicht fliegender ohne Zahn hingeschrieben hat, boah, keine Ahnung. Hier geht's weiter und hier sehen wir nochmal zwei Sprachen. Adjust Tail for Stunts, also das heißt, wir können irgendwie den Schweif hier in eine bestimmte Stellung bringen und dann macht ohne Zahn hier andere Kunststückchen. Bin ich mal gespannt. Hier das Logo von Spin Master, empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Seitlich sehen wir hier die Angriffsklasse Racing Toothless, fliegender Drache. Auf der anderen Seite hier genau dasselbe. Das Zeichen der Angriffsklasse Racing Toothless in allen möglichen Sprachen. Hier unten haben wir nur dieses Schuppenmuster, so die Rückseite. Da sehen wir dieses Kind, wo ohne Zahn gerade startet. Flies over 50 feet. Hier nochmal auf Deutsch, fliegt mehr als 15 Meter. Ja, so sieht er aus. Hier gerade am Vorbeirauschen. Und so ohne Zahn. Die Form hat man hier extrem einfach gehalten. Ihr seht schon, ja, der Kopf ist relativ einfach. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich es ausgepackt habe. Der Brustbereich relativ einfach. Aber man hat wenigstens Schuppen hingemacht. Die Beine sind komplett angelegt, stehen nicht etwa irgendwie ab. Und hier sehen wir eine Kurbel. Ja, hier sehen wir ohne Zahn nochmal flatternd von oben. Was mir auffällt, sind diese roten Gelenke, die ihr hier an den Flügelansätzen seht. Hier sieht man das auch. Die hat unsere Figur hier nicht. Ja, die hat man hier schwarz gelassen.
So, und hier haben wir es auch mal in Deutsch: verändere die Schwanzposition für coole Stunts. Ja, da bin ich natürlich extrem gespannt. Ich denke mal, die kann man leicht nach oben stellen und dann wird der Loopings drehen. Denke ich mal. Okay, so, hier haben wir nochmal in Ansprachen stehen: Racing Toothless, hier Rasender ohne Zahn, dann hier die üblichen Verdächtigen, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, CE-Zeichen, Löwenbanner, grüner Punkt und so weiter. Hier nochmal das Logo von DreamWorks Dragons und Spin Master. Okay, also wir haben hier eine relativ große Verpackung. Moment, muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich hier einen Meterstab? Jawohl, ich habe einen Meterstab da. Das Ding hier hat eine Breite, ich messe es mal hier oben, von 32,5 cm, wenn ich richtig messe. Und in der Höhe haben wir hier 38 cm. Also eine riesen Verpackung. Tief ist sie nicht wirklich. Wir haben hier gerade mal 5,5, knapp 6 cm. Und ja, dann werde ich ihn jetzt mal auspacken, rausschneiden, befreien, unseren ohne Zahn. Und dann schauen wir uns den, wie schon gesagt, nochmal im Detail an. Denn hier in der Verpackung, da spiegelt einfach viel zu viel. Da seht ihr die Hälfte nicht. Ja, was ich hier schon sehe, ist, dass ohne Zahn eigentlich gar keine Ohren hat. Ja, nur seitlich angedeutet. Aber hier geht es ja ziemlich flächig rüber. Ist ja interessant. Okay, naja, also gut. Dann werde ich den jetzt mal ganz kurz aus seiner Verpackung befreien. So, und ihr wisst ja, ich reiße die Verpackung nicht gerne auf. Ich schneide immer so hier am Rand weg. Denn dann habe ich wenigstens den Karton hier noch übrig. Das gehört einfach für mich zur Figur mit dazu. Und darum kann ich das nicht einfach hier wegreißen und wegschmeißen. Das kriege ich nicht übers Herz. So, ich habe hier ein Cuttermesserchen. Die sind natürlich perfekt geeignet, weil man sehr schön hier unten rumschneiden kann. So, hier Flügel entlang. Ach, perfekt. Wenn ihr das zu Hause macht, passt bitte tierisch auf. Ja, lasst euch von eurem Paps oder von eurer Mutter helfen. Macht es bitte nicht selber, wenn ihr in einem entsprechenden Alter seid, okay? Denn so ein Messerchen kann ganz, ganz schnell, ganz, ganz blöd ausrutschen. Und dann habt ihr es in Fingern und Schnittverletzungen nicht witzig. So, alles klar. Ja, das geht doch perfekt. So, dann hier unten noch. Beziehungsweise ich mache einfach hier weiter. Ganz wichtig auch, wenn ihr schneidet, schneidet immer von euch weg und nicht zu euch her. Ne? So wie ich es jetzt mache, ist eigentlich ideal. Dann könnt ihr euch nicht wirklich verletzen. So, jetzt haben wir das offen und ich hole unseren ohne Zahn mal raus. Okay, seht ihr das? Dann bleibt die Packung nämlich komplett heil und ihr habt hier keine Einrisse, beziehungsweise Schrift wurde nicht weggerissen. Der schöne Hintergrund ist heil. Ne? Und hier habe ich die Figur. Kann sie einfach so rausnehmen. Gott, ist der leicht. Ach du liebe Zeit, ist der leicht. Boah, der wiegt ja gar nichts. Ist ja der Hammer. Ist ja echt der Hammer. So, und dann haben wir hier noch eine Gebrauchsanweisung drin. Und, aha, Gummis und irgendein Plastikteil. Moment. Schneide ich auch mal hier kurz weg. Okay. Hier nochmal. Wurde auch extra nochmal in die Verpackung geklebt. So, ach, das ist schön. Ganze Verpackung ist noch ganz. Jubel, Jubel, Freu, Freu. So, dann lasst uns mal gucken, was wir hier haben. Also, wie schon gesagt, hier hat es Gummis. Sind es mehrere Gummis oder ist es ein Gummi? Boah, wie auch immer. Lasst uns mal hier reingucken. Also, wie es aussieht, ist das ein Gummi. Ist ja interessant, okay. Klappe ich mal auf, hier das Logo wieder, der Rasende ohne Zahn. Also das sind die Teile, die wir hier im Karton finden, dieses Plastikstückchen, unseren ohne Zahn und das Gummi. Ist ja interessant, da gucke ich hier mal rein. Okay, also wie ich schon gedacht habe, die Schwanzspitze können wir hier anheben. Schwanz nach oben zeigend anbringen, okay. Und das hier ist falsch. Was soll das darstellen? Wahrscheinlich nicht nach unten biegen. Also nur nach oben. Dann, was haben wir hier? Den Schwanz verstellen, um Kurven zu fliegen. Ah, man kann das Teil auch drehen. Ah, das ist ja cool. Okay, das werden wir machen. Dann hier die Kurbel. Was? Wenn die Flügel beim Kurbeln schlagen, den Schalter nach oben drücken. Okay, hier haben wir also noch einen Schalter. Wo ist da ein Schalter? Ah, hier ist ein
Schalter an der Seite von Ohne Zahn. Gott, der ist so leicht, Leute, der ist so leicht. Das ist ich kann es gerade gar nicht fassen. Das ist ja unfassbar, echt unfassbar. So, dann können wir sie aufklappen. Dann haben wir hier noch was. Vier, was? Auf Schalter drücken. Okay, und hier Nummer 5 haben wir leicht nach oben werfen. Ja, und hier haben wir die Beschreibung, wie wir das Gummi wahrscheinlich anbringen müssen. Die Kurbel nach außen ziehen, Gummi einhängen und die Flügel können wir hier hinten aushängen. Okay, boah, selbst den Kopf können wir hier nach oben klappen und da wird das Gummi vorne befestigt. Okay, 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 okay. Hier haben wir das Gummi an sich. Schönchen, und hier seht ihr es, das wird vorne am Kopfstück festgemacht, geht dann hier durch den Körper durch und hinten kommt dann dieser Plastikhaken dran, wo wir das Gummi rausziehen können. Dann geht es hier weiter, Seite 9, Kopf wieder draufklappen, die Kurbel an das Gummi machen, den Haken entfernen und die Kurbel natürlich wieder an den Schweif hier dran stecken, die Flügel wieder einhängen und ja, dann geht's los. Wichtige Informationen. Das Produkt in dieser Verpackung kann von Fotos oder Abbildungen abweichen. Okay, 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 das wissen wir ja, das ist ja nichts Neues. Okay, also so viel zu dieser kleinen Beschreibung, die wir hier dabei haben. Dann haben wir hier das Gummi mit dieser Kurbel. Schönchen, Schönchen. Moment, schneide ich hier mal auf. Ein ganz dickes Klebeband dran. So. Jetzt müsste ich es wegkriegen. Okay. Dann haben wir hier den Haken. So sieht es aus. So könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Hat auch eine schöne Länge. Also auch was für größere Hände. Finde ich cool. Okay, okay, okay. Und hier haben wir das Gummi. Und das ist tatsächlich in einem Stück. Boah, das ist lang. Schaut es euch an. Ne? Und hier nochmal den Haken zum Vergleich. Wahnsinn. Jetzt muss ich aber gerade nochmal gucken. Das Gummi, ist das irgendwie mehrfach gewickelt? Oder ist das einfach drin? Ah, nee, das ist doppelt. Oder sogar dreifach. Mhm, okay. Ist ja interessant. So, und bevor ich das Gummi reinmache, schauen wir uns natürlich unseren Ohnezahn hier mal an. Leute, der ist so unfassbar leicht, dass ich den jetzt mal wiegen gehe. Ich habe eine Briefwaage und da möchte ich mal gucken, wie viel Gramm der wiegt. Das ist Wahnsinn. Also, kurze Pause, ich melde mich gleich wieder. So, also bin wieder da, habe Ohnezahn gerade gewogen und unglaublich, das Ding wiegt gerade 20 Gramm. Ja, also die Anzeige wackelte so immer zwischen 15 und 20 Gramm, das ist der Hammer. Und was ich euch noch sagen muss, dieses Gummi hier schwitzt ohne Ende, das ist komplett nass. Ich meine, wir haben jetzt halt schon ein paar Wärmegrade, aber dass ein Gummi so dermaßen schwitzt, habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Tja, ist das positiv, negativ? Ich kann es euch nicht sagen. Also hier mal zu unserem Ohne Zahn. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, den Schwarz auf Schwarz. Ne? Wisst ihr, ist nicht immer optimal. Hier seht ihr die Flügel, die sind ganz, ganz dünn. Ist auf einer extrem dünnen Folie aufgedruckt. Ja, ihr seht ja meine Hände durch, brauche ich nicht mal eine Taschenlampe nehmen. Extrem dünn, hier hinten ist das ganz genauso. Ne? Der Schweif hier, absolut irre. Ja, es ist extrem locker, sehr, sehr flatterig. Also viel traue ich dem Material nicht zu. Ja, man wird es dann sehen, wie es in der Praxis wird. Und das ist einfach hier vorne an diesem Bügel aufgeklebt. Ihr seht es an meinem Finger, wie dünn der ist. Der ist total dünn und wiegt echt nichts. Ja, hier sind Löcher in den Flügeln. Das ist produktionsbedingt, warum auch immer. Vielleicht müssen die drin sein wegen dem Fliegen. Keine Ahnung. Und was den Druck von den Flügeln hier betrifft, ne, ihr seht es vielleicht, ist so eine Struktur drin, wie so Schuppen. Ja, dann auch hier so die Flügelrippen, ne, sieht man einfach so einen hellen, so einen weißen Reflex. Das ist schon nett gemacht, aber die Flügel laufen nicht zackig aus. Ihr seht es, also die Folie hier ist rund, ist also nur aufgedruckt. Sowohl diese hinteren kleinen Flügelchen, ne, die Afterflügel, wie ich immer sage, und die Hauptflügel, ja, mit diesen Rennstreifen. Könnt ihr das Muster einigermaßen erkennen?
So, jetzt muss ich kurz unterbrechen, denn es hat geläutet. Leute, bis gleich. So, da bin ich wieder. Boah, ich sag's euch, da will ich einmal eine schöne Review machen und dann steht die halbe Welt vor deiner Tür, ne? In diesem Fall war es der Joe. Was sich aber wirklich als, ja, glückliche Gelegenheit rausgestellt hat, denn, da habe ich gar nicht dran gedacht, der Joe war mal vor gar nicht allzu langer Zeit ziemlich aktiv mit Modellfliegern unterwegs, ja? Und der hat das Ding hier gesehen, unseren kleinen ohne Zahn. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen, hat ihn gleich in die Hand genommen und hat gesagt, komm, wir lassen ihn fliegen. Dann habe ich wieder gesagt, nein, ich muss jetzt erst hier noch diese Review machen oder diese Vorstellung machen. Nicht, dass der jetzt kaputt geht, das wäre ja ganz blöd. Drum zeige ich euch den jetzt und er wird mir dann helfen, beziehungsweise er wird dieses Modell dann fliegen lassen und ich kann dann schön nebenher filmen. Und der hat mir ein paar interessante Geschichten zu diesem Modell, beziehungsweise zu dieser Art von Modellbau hier erzählt. Ich habe da ein bisschen die Kamera mitlaufen lassen und das werde ich vielleicht als extra Video hochladen. Ne? Da sagt er seine Meinung zu dieser Figur, auch zu der ganzen Aerodynamik. Und wenn wir dann die Figur zusammen haben fliegen lassen, werden wir nochmal zusammensitzen und so eine Nachbesprechung machen, ne? Quasi ein Fazit zu dieser Figur. Hoffentlich überlebt sie das alles. Ja, wie auch immer. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei den Flügeln, ne? Bei den transparenten Flügeln. Wie schon gesagt, ihr seht hier ein sehr, sehr schönes Schuppenmuster. Ich kann ja jetzt doch mal hier die Taschenlampe nehmen, so, damit ihr tatsächlich seht, wie dünn das ist, ne? Also ihr seht es hier komplett durchleuchten, ja, sieht man so die Struktur noch besser, ja, ein bisschen, ne? Also wie schon gesagt, hier hat man so eine schöne Schuppen- oder Lederstruktur draufgedruckt, hier mit den Rennstreifen. Hier sind, wie schon gesagt, so Löcher links und rechts drin, vielleicht ist es nötig zum Flattern, keine Ahnung. Die Rückseite der Schweif ist ebenso, hier seht ihr auch dieses Plastikgestell unterhalb von diesem, von dieser Folie, mit dem Totenkopf natürlich. Und ja, so sieht's aus, ne? Und jetzt hoffe ich mal, dass ihr das Schwarz von unserem Ohnezahn einigermaßen erkennen könnt. Ja, ich fange mal hier an mit den Augen. So, ich halte es ein bisschen so. Die Augen sind nicht ganz korrekt. Ihr wisst ja, Ohnezahn hat eher ein bisschen, ja, eckige Augen kann man nicht sagen, aber eher ein bisschen quadratisch und nicht ganz so rund. Schön finde ich, dass man hier Lichtreflexe mit reingemacht hat. Wie es aussieht, wurden die Augen bzw. dieses Türkis hier aufgedruckt. Oder Mint kann man auch sagen, ne? Mintgrün und die weißen Reflexe ebenso. Ansonsten haben wir es hier mit einem ganz, ganz leichten, hohlen Plastikkörper zu tun. Also das ist so unfassbar leicht. Ich traue mich eigentlich gar nicht, das fest anzufassen, weil ja, du meinst, das bricht hier durch jeden Augenblick, ne? Also die Figur ist komplett hohl. Also sowas von unfassbar leicht. Und der Joe meinte sogar schon, boah, die ist fast zu schwer. Da sage ich, bitte, geht's noch? Aber er muss es ja wissen. Okay, die Kopfform ist nett. Ihr seht auch hier seitlich die Ohren von Ohnezahn angedeutet, was, wenn ihr aber das Ding von oben anschaut, komplett flach ist. Ja, also minimalste Details auch hier, ne? Also eigentlich seht ihr gar nichts. Das ist nur ganz grob angedeutet, damit das ganze Ding auch aerodynamisch bleibt. Und halt entsprechend fliegen kann. Man hat lediglich ein paar Schuppen angedeutet, auch nicht richtig modelliert, einfach nur angedeutet. Aber die Kopfform an sich finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, die ist eigentlich recht nett. Ja, hier seht ihr auch die Unterseite, selbst da seht ihr ein paar Schuppen. Hier die Ohren angelegt, ne? Also hier halt tierisch flach, kaum erhaben. Und so verhält sich das auch mit seinen Armen und mit seinen Beinen. Gott, könnt ihr irgendwas sehen? Die wurden auch nur hier so andeutungsweise dran modelliert. Also nix, keine Gliedmaßen, die hier irgendwie abstehen. Übrigens, falls ihr das seht, das Vorderbein, der Fuß mit den Krallen ist komplett schwarz. Das Hinterbein auch. Hier auf der Verpackung, tada, da könnt ihr sehen, dass man das noch rot bemalt hat. Ja, finde ich schade, dass man das beim tatsächliche Modell nicht gemacht hat, aber Spin Master hat ja hier geschrieben, dass das Modell von der Abbildung abweichen kann, was es auch tut. Okay, und hier haben wir hier den Knopf, um die Vorderseite zu öffnen. Ich kann ja mal... draufdrücken, tut sich da irgendwas? Nö, nicht wirklich.
Ich mag da jetzt aber auch gar nicht zu fest drauf drücken. Übrigens hat er jetzt die Flügel nach oben. Also wie das Ganze funktioniert, hier haben wir auch den Hebel. Ist das der Bewegungshebel oder Schwunghebel? Ah, nee, hier kann ich die Flügel wieder runter machen. Okay. Ja, also wie schon gesagt, ich habe manchmal ein bisschen zu viel Kraft. Ja, ich traue mich manchmal gar nicht, an diverse Dinge hinzufassen, weil ich anstabe, es geht kaputt. Ne? Ja, hier haben wir ein riesen Loch, wo dieser Flügelarm reingeht. Ja, können wir es ein bisschen erkennen vielleicht. Ja, dann hier die Unterseite, hier findet ihr sonst nichts. Nur eben, wie schon gesagt, die angedeuteten Beine, ein paar Schuppen. Hier hinten haben wir die Kurbel, wo wir dann schätzungsweise das Gummi hier aufzwirbeln können. Dann haben wir hier den Schweif, den wir nach links und nach rechts ein bisschen drehen können. Hoch geht es auch. Seht ihr das? Jetzt steht es ein bisschen nach oben. Können wir wieder nach unten drücken und halt eben hier ein bisschen spielen. Ja, entsprechend das Ding steht, wird dann ohne Zahn halt auch fliegen. Ja, bin ich sehr gespannt. Wir werden alles ausprobieren. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ich bin eigentlich froh, wenn Joe das macht. Ich bin sozusagen froh über Joe. Denn dann kann ich dem die ganze Schuld geben, wenn das Ding hier kaputt geht. So macht man das. Einfach die Schuld weitergeben. Hier seht ihr auch die Einhängung von diesen Flügel, von der Flügelfolie. Also das ist ganz, ganz leicht. Ne? Das könnt ihr ganz leicht rausmachen und wieder reinmachen. Ich frage mich da echt, wie das hält. Weil wenn der mit den Flügeln schlägt, das ist schon ziemlich wuchtig. Also ich werde jetzt gleich auch dieses Gummi reinmachen und dann ihn einfach mal so mit den Flügeln schlagen lassen. Und hoffe, dass der nicht hier gleich aus dem Leim geht. Ne? Ja, damit wären wir auch schon am Schweif. Ihr seht hier den Schädel. Auch hier wieder die angedeuteten, ne, Schuppen sind es ja nicht. So diese Lederstruktur, die Lederhaut. Man hat es komplett rot bedruckt. Ja, und hier dieses künstliche Schwanzstückchen. Und ihr seht darunter dieses Plastikgestell. Tja, also ich kann da echt nicht viel dazu sagen. Ich kann nur hoffen, dass das ganze Ding hält. Dass wir ihn wenigstens vielleicht ein, zweimal fliegen sehen, bevor das ganze Ding hier auseinanderfliegt, ne? So, schön, hier spiegelt sich das Licht ein bisschen drin. Dann seht ihr mal, wie locker und wie unfassbar dünn die Folie hier ist, ne? Also, ne? Und wenn der richtig kräftig flattert, da kriege ich richtig Angst, dass das hält. Dass das nicht gleich komplett zerreißt, ne? Hier haben wir auch eine ganz, ganz kleine Modellnummer. So, ja, und mehr, denke ich mal, gibt es nicht wirklich zu sagen. Ich kann ihn mal nochmal hier hinlegen und ausmessen, wie groß unser Ohnezahnmodell hier jetzt tatsächlich ist. Wir haben hier eine tatsächliche Länge, wenn er ausgestreckt ist, von Flügelspitze bis zur Schnauze knapp 28 cm. Und wir haben eine Flügelspannweite von ja ziemlich genau 40 cm. Also eine nette Größe und ich bin echt gespannt, wie der dann im Freien in der Luft aussieht. Kann es euch gar nicht sagen. Ich habe schon zwei, drei Videos angeschaut, da sieht man den auch. Ne? Einmal in der Halle und ein paar Mal draußen fliegen. Mal richtig gut geflogen, dann auch mal richtig schlecht. Ich denke, es kommt auch drauf an, wie ihr den Ohnezahn in die Luft befördert. Ich glaube, manche schmeißen oder werfen den einfach zu kräftig in die Luft. Und dann macht er 3, 4 Kapriolen oder knallt direkt hier mit der Schnauze gleich wieder ins Gras. Ja, und bevor das passiert, wie schon gesagt, wollte ich es euch einfach in aller Ruhe nochmal zeigen. Boah, ihr seht hier echt nicht viel wegen dem schwarzen Hintergrund, ne? Naja, wie auch immer. Jetzt werde ich mich mal dran machen und das Gummi hier in unseren Ohnezahn zu befestigen. Vielleicht wird er Joe auch schimpfen. Oh, hätte ich doch draußen gelassen wegen dem Gleitflug. Er möchte ja auch mal wissen, ob das Ding vielleicht gleitet, ja, ohne dass hier die Flügel schlagen. Denn er meint, dass diese Figur unter Umständen besser gleiten kann als fliegen. Womit er vielleicht sogar recht hat. Denn die Flügel, die schlagen wirklich heftig. Und wenn die dann aufhören zu schlagen, wenn das weniger wird,
dann zieht ihn das natürlich extrem schnell auf den Boden. Ja, also er kracht dann ziemlich unsanft runter und wenn er segelt, ist das natürlich alles ein bisschen eleganter und nicht ganz so brachial. Gut, also jetzt werde ich das mal probieren. Ich mache den Schweif hier mal ein bisschen hoch und kann ich jetzt die Kurbel einfach hier rausziehen oder wie oder was? Ich muss jetzt echt nochmal in das Heftchen hier gucken, in die Beschreibung, das ist mal alles ein bisschen suspekt. Wie schon gesagt, ich habe da echt immer Schiss, dass ich was kaputt mache. So, jetzt hier. Also hier müssen wir auf jeden Fall den Flügel aushängen und die Kurbel tatsächlich rausziehen. Einfach so. Okay. Ich meine, ist für Kinder, so schwierig kann es nicht sein. Ich hänge jetzt mal den Flügel aus, okay. Der ist weg. Ja, hier ganz einfach der kleine Haken dran und das war's. Leute, und das soll fliegen? Ich kann es nicht fassen, echt. Okay, der Kopf geht ja irgendwie so raus. Ja, tut sich was. Und hier oben geht da irgendwas hoch. Also irgendwas hängt da. Ich traue mich da gar nicht zu ziehen. Echt, ich traue mich da gar nicht zu ziehen. Alter Verwalter, muss ich da noch irgendwas aushängen? Boah, ich bin immer ganz vorsichtig bei so Sachen, ne? Oder ist da schon Gummi drin? Und es ist nur ein Ersatzgummi? Also ich mache das hier nochmal rein. Für mich fühlt sich das an, als ob da schon Gummi drin wäre. Ganz ehrlich. Da ist ein Gummi drin, Leute. Da ist ein Gummi drin. Ne? Also so viel zum Thema. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das wieder gescheit drauf kriege. Seht ihr das? Drum bin ich da immer vorsichtig. Ich habe da jetzt aber auch nichts gelesen, dass das schon drin ist. Ne? Und das ist schon so dünn. Ich sage jetzt nicht gelump, aber es ist so dünn, dass ich froh bin, wenn ich das wieder hier in den Kopf reinkriege. Alter Verwalter. So, okay, dann kann ich das hier auch wieder einhängen. Ich muss das mal kurz hinter der Kamera machen, damit ich hier ein bisschen mehr Gefühl habe, ne? Augenblick. So, jetzt haben wir den Kopf wieder drin. Jetzt hänge ich die Flügel wieder ein. Okay, also, das sitzt. Also jetzt wisst ihr das auch, in dieser Figur ist tatsächlich schon Gummi drin. Und das mitgelieferte Gummi ist ein Ersatzgummi. So, okay, also jetzt werde ich unseren Ohnezahn hier mal aufkurbeln, aufziehen. Und dieser Schalter, dieses kleine Hebelchen ist dafür da, dass Ohnezahn mit den Flügeln schlägt oder nicht. Ja, das ist mehr oder weniger eine Sicherung, damit der nicht gleich loslegt. Okay, also ich tue jetzt mal den Schwanz ein bisschen anheben. Die Schwanzspitze und die Kurbel kann ich eigentlich nur nach rechts drehen. Ja, also ich drehe jetzt mal, die Flügel bleiben ruhig. Ihr seht es ja, ich drehe jetzt einfach mal, bis ich das Gefühl habe, jetzt reicht's. So, also das ist so eine dünne Konstruktion, ob die lange hält. Boah, Wahnsinn. So, okay, ich habe jetzt mal ein bisschen hier aufgezogen. Das Gummi ist jetzt ziemlich gespannt, ziemlich angekurbelt und jetzt müssen wir die Kamera ein bisschen höher machen und ich hoffe, ihr könnt sehen, wenn ich jetzt diesen Hebel nach unten drücke, dann wird der losflattern. Könnte so gesehen also schon fliegen, aber ich möchte es jetzt nur hier mal demonstrieren. So, Achtung Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und... Alter Verwalter, boah, das Ding zieht mich hier fast nach oben. Also, der Ohrzahn kann hier wirklich heftig mit den Flügeln schlagen. Auch ziemlich laut. Ihr habt es ja gesehen. Okay, ich mach's nochmal. Hier, Schwanzspitze ein bisschen anheben und kurbeln.
Ihr seht ja, allzu lang flattern tut er nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Figur allzu lang in der Luft bleibt, allzu lang fliegt. Drum hat Joe vielleicht gar nicht so unrecht, wenn er sagt, wenn das Ding hier segelt, ist er vielleicht länger in der Luft. Ne? Also, wir werden sehen. Wir werden es uns angucken. Ich bin tierisch gespannt. So, ich lasse ihn hier jetzt nochmal flattern. 3, 2, 1 und... 3, 2, 1 und... Also schon geil, ne? Also da bin ich jetzt natürlich echt gespannt, wie das wird, wenn wir ihn tatsächlich hier draußen fliegen lassen. So, dann würde ich sagen, packen wir es an. Ich gehe jetzt mit Joe mal raus auf die Wiese. Und dann werden wir hier mal ein paar Sachen probieren. Und ihr werdet sehen, ob unser Ohnezahn hier fliegt, wie er fliegt, wie lang er fliegt, wie gut er fliegt oder wie schlecht er fliegt. Aber da Ohnezahn ja eigentlich jedes Rennen gewinnt und er mit der schnellste und gewandteste Drachen überhaupt ist, darf man eigentlich schon ein bisschen was erwarten. Ne? Alles klar, ihr Lieben, wir lassen ihn ins Fliegen, hat sich gereimt und ich werde zu diesem Video, falls ich jetzt hier nach dem Fliegen nichts mehr sage, definitiv noch ein zweites Video zu diesem Racing Toothless, zu diesem fliegenden ohne Zahn hochladen, wo wir die Figur besprechen. Okay, also ihr Lieben, das war's von mir, das war's von eurem Rupi, bis dann, ciao, tschüsschen, entweder in diesem Video oder im nächsten. So Leute, Hallöchen, wir sind jetzt im Garten mit ohne Zahn, mit dem Racing Toothless und jetzt fängt es auch noch gerade an zu regnen. Oh. So, Joe ist auch da, mein erster Flugassistent, hallo. Mit ohne Zahn darf er mit ohne Zahn. Ja, ich hoffe, dass kein Tropfen auf die Kamera kommt, denn der Himmel zieht gerade zu, das ist nicht optimal. Aber du sagst, du willst machen. Ja, ja, wir lassen jetzt nur erstmal segeln. Segeln? Weil du weißt ja, mit dem Gummibetrieb... Gummibetrieb. Den musst doch halt eh mal du aufspannen. Dann. Okay, also jetzt der Wind kommt von rechts. Warte mal, zeig mal geschwind Kamera, weil wir haben ja gerade von dem Studio auspackt und das sichert das alles gar nicht. Also sieht schon klasse aus mit einer Rennstreife da. Also ohne Zähnchen. So, und du willst den ins Fliegen lassen? Mit Zähnchen. Also mit Zähnchen. Ja, hier hast du massig Platz. Gegen den Wind. Gegen den Wind? Ja, wo kommt denn her, der Wind? Wo kommt der von weg? Du bist der Navigator. Jetzt mal auf. Geh mal ein bisschen weiter weg. Aber ich muss, da ist doch ein Baum. Ach, glaubst du im Ernst, dass der so weit fliegt zu dem kaputten Kirschenbaum? Lieber Rubi, wir haben einen Hang, wir haben Gegenwind, es gibt Auftrieb. Okay, also dann hau das Ding mal los. Ganz vorsichtig, ich versuche in deine Richtung. Moment, da muss ja. Ja. Aber da ist ja ein Berg hoch, da hat doch keinen Aufwind. Mal testen. Ach du lieber Gott, das wird was. Ja toll, das war genial. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Ist der Schweif überhaupt richtig? Der Schweif ist eigentlich richtig. Okay. Ja, aber darf nicht zu. Okay. Also dann? Ich werfe jetzt ein bisschen stärker. Was ich da schon gesagt habe, wo wir die Video geguckt haben, er fliegt und dann kommt so ein gewisser Absturz. Warum? Stimmt da etwa der Schwerpunkt nicht? Das ist keine Ahnung. Das ist doch ein Kinderspielzeug. Was denn sonst? Noch ein Versuch. Also, Segelversuch Nummer 3. Segelversuch Nummer 3. Normalerweise. So. Der Schwerpunkt ist zu weit hin. Okay. Aha, ich glaube, ich habe gar nichts auf der Kamera drauf, aber ist ja egal. Das war aber schon besser. Okay, okay. Besser war das. Ja, das war jetzt auf jeden Fall schon mal weit. Nein, der Schweif ist so weit oben. Denkt dran, auf der Packung steht irgendwas mit 15 Meter. Allerdings, wenn er flattert. Jetzt fall mal auf, ich gehe mal ein Stück weiter weg. Okay. Oh! Das war jetzt cool, der ist zu mir gekommen. Klasse. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Ist ja irgendwas gebrochen? Nee, ne? Erwachsene Männer bei der Arbeit. Ja,
Okay. Und wie man es nennen will. So, jetzt, es gibt jetzt Action pur, Action pur. Es ist gar nicht einfach, den aufs Bild richtig die ganze Zeit zu kriegen. Also, euch, ich will jetzt Action. Mach noch einmal, dann lassen wir einen. Oh, der Profi. Okay. Jetzt stehen mal auf. Moment, ich komm. Du ziehst ihn auf. Nee, du ziehst ihn auf. In welche Richtung muss ich den kurbeln? Das merkst du gleich. Wahrscheinlich in die daheim. Das merkst du dann, wenn es schwerer wird. Ich will nichts zerstören. Nein, 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 das merkst du dann. Kannst ordentlich drehen. Feine Luft da Hause. Super Luft. Feine Luft. Schau mal egal. Feine Luft. Ropis Luft ist gute Luft. Also es wird jetzt etwas schwerer, aber hoffentlich zerstöre ich nichts. Hoffentlich zerstöre ich nichts. Kann ich wenigstens dir die Schuld geben. Und sei ehrbar. So, ich glaube, es langt. Also nicht überdrehen, nicht so übertreiben, bis zum letzten Einraster. Eingerastet ist es. So, jetzt machst du Schweifel noch. Schweifel machen wir. Machen wir erstmal glatt. So, okay. So, also jetzt pass mal auf. Ist halt schlecht, weißt du, gegen der Himmel wird das Ding so gut wie unsichtbar. Richtig, aber erzähl mal bitte, wo ich denn dann losmache, an den Knöpfchen, ne? Ja, guck mal, ja. Hier ist dieser Knopf. Aha, der Entriegelungstopf. Und du musst das Ding jetzt quasi schmeißen und gleichzeitig so nehmen. Nee, du drückst einfach auf den Knopf drauf, runterdrücken und dann loslassen. Genau. Möglichst schnell. Okay? Okay. Ja, dann? Geil, das Alter! Das war aber jetzt echt ein guter. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht! Cool! Komm, machen wir nochmal. Das war jetzt aber nicht schlecht. Du brauchst aber, glaub gar nicht so arg schmeißen. Ja, ein bisschen, ja, das kann nicht schaden. Okay. Der rote Baron. Das war gut. Das war ein richtig guter Flug. Klasse. Ersatzgummi, Hämmer. Ja, ja. Nicht überdrehen. Denk dran. Du hast viel Kraft. Nicht übertreiben. So, oder? Hast du mitzählt, wie oft? Wo ist der Pfiffine? Du. Okay, nächster Versuch. Alles klar? Und 1, 2, 3. Das war Satz mit X. Tut dir schon richtig leid, wenn das so runtergeht. Kann man nicht genug Höhe runtergeben? Keine Ahnung. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 28. Ich spür's ja. Das kriegt dann so einen leichten Widerstand. Dann reicht's. Ich finde, das spürt man gut. Ja, leichter Widerstand. So. Geräusch wissen. So, und jetzt hast du den Flügel ein bisschen hoch. Okay, hin ein bisschen das Ruder hoch. Okay, so, nein, lass mal so. Dann sehen wir's. Wohin? Da wieder die Richtung. Geradeaus. Dann lass mich hinter dich so. Alles klar, ab geht's. Und? Nee, irgendwie. Willst du mal schmeißen? Ich kann es auch nicht besser, ja? Keiner, bei mir wird es genauso schlecht gehen. So, ich schmeiß ihn jetzt mal selber. Keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert. Achtung! Gib einen Schwung, komm, das ist ein Schwung. Ohne Schwung geht.
gefilmt. Jetzt haben wir gerade Hammerflug gehabt und ich habe nicht gefilmt. Looping. Oh Mann, komm, probier's nochmal. Probier's nochmal. Das war ein Traum. Probier's nochmal, komm. Und. Das war super. Das war super. Sauber! Das war sauber! Also, wie viel Meter? Das war schon 15 oder so, ne? 20 Meter Strecke. Okay. Ein bisschen blöd ist, dass man auf diesen Hebel drücken muss. Ja, das bringt ihn aus der Bahn. Ja, das bringt dich okay. Aus der Bahn. Ja, ja. Okay. Wow, wow. Weiß mal zu dir. Achtung, oh, jetzt kommt die. Achtung. Das ist gut. Segle tut er schön. Schwanzlastig. Achtung! Oder hecklastig. Oh, jetzt kommt Wind. Komm, Wind! Und. Ich hab nicht drauf gedrückt. Ja, nochmal, komm. Das Runterdrücken von diesem Hebel, das ist schlecht. Ist Schmarrn. Ganz, ganz schlecht. Schmarrn, danke. Achtung und. Oh! Junge! Wow! Hast du das gesehen? War das ein Traum? Flug? Das war ein Traum! Yeah.
Herrgott, ein Traum! Wie hast du das noch gekriegt? Keine Ahnung! Ich hab halt Drachereiter-Diplom! Ja, natürlich! Läuft's? Es läuft! Mir läuft's gerade noch! Ich hab ein Drachereiter-Diplom! Komm, zieh's richtig hoch! So! Wie, der Wind war gut! Mehr Höhenruder, oder? Hast du gehört? Nee, eigentlich nicht. Ich hab's wieder so gemacht. So steil werfen hoch. Ja, okay. Okay? Okay. Achtung und. Wow! Hey, Denai, guck dir das an! Also, ich stehe wieder hinter dir und schmeiße verdammt steil hoch. Genau. Oh, jetzt kommt Wind. Ein bisschen brauchen wir. Okay. Achtung und. Ups! Geil, ich hab ihn. Willst du noch mal probieren? Ja, komm, find du mal. Ganz steil nach oben schmeißen. Das ist Geheimnis. Geheimnis? Das ist Geheimnis von Berg. So. Mich kannst du filmen. Wir sind halt Drachezähmer. Wir sind Drachezähmer. Also, das ist Geheimnis. Die Drache so steil wie möglich nach oben schmeißen. Also, was war das für ein Winkel ungefähr? 45 Grad mindestens. 45 Grad, nicht flacher. Sonst fliegt er gleich wieder auf den Boden. Und das Ding da hat er schon? Nee, ich hab's ganz flach gemacht. Ganz normal. Ganz flach. So, ist okay. So, hä? Alles klar. Und ganz steil nach oben. Brauchst kein Anlauf nehmen, nix. Warte. Okay. Los geht's. Ganz steil nach oben, 45 Grad. Alter Falter! Das war doch Spaß! Cool, oder? Das war cool! Ja, komm nochmal! Der Wind nimmt eh noch rüber, wir müssen da rum. Der Wind, das himmlische Kind. Also das hat mit einem normalen Modell Flugzeug nicht viel gemeinsam, weil das schmeißt nicht so hoch. Voll. Das ist Spinmaster. Das ist USA. Da läuft einiges anders. Da ist einiges. Jetzt komm, mein lieber Ruf. Also 45 Grad, you know. Schmeißen. Nee, komm, schmeiß mal daher. Ja. So. Okay? Also kommen wir dann da oben? Ja, ist okay, okay. Ich gebe alles. Wow. Aber es ist schon so. Also man muss nach oben schmeißen. Wir probieren es mal gegen den Wind. Zählst du? Ich zähle dir mal so 28, habe ich inzwischen 30. Okay. Mach so, wie du denkst. Jetzt ist der Schweif ein bisschen schräg. Zeig mal geschwind. Okay. Also. Du versuchst irgendwie. Der war nicht schlecht, ja?
aber ich gute. Extrem angestrengt. Gute Flut noch, gleich macht Spaß ins Gummi sammeln. Ist eh fertig. Das kann sein, Ende Ersatzgummi. Also, in die Richtung? Ja. Denk dran, steil. Stein. Oh! Aber schön! Das war der Gleitflug. Sauber! Das war sauber! Der ja, ist egal. Sauber, war klasse. Aber er hat es mit der Ecke, er will immer dann über. Er hat absolut. Jetzt lass mal mit flattern los. Du darfst kurz rennen. Von mir aus aber nicht so nah, sonst kriege ich nicht ruf. Nein, ich renne nicht schnell. Okay? War gut, aber die Abstürze tun echt weh. Nochmal mit Aufziehen. Boah, es zieht immer mehr zu. Ja, ja, okay. Quo vadis? Ja, wo war? Wohin?
Okay. Ach du Scheiße! Ist ja geil! Ist ja geil! Ist ja geil! Ach du Lieber! Das war's! Oh mein Gott! Ohne Zahn! Au! Oh, das ist bitter! Da liegt der Kopf! Da die Flügel! Und da der Rumpf! Ach du liebe Zeit. Ja, ihr habt es gesehen, ihr war dabei. Das war das Ende. Oh, ist das heftig, oder? Boah. Alter. Guck's dir an. Qualität von Spin Master zerstört in der Luft. Komm, Lex, das ist ja der Hammer. Ach du liebe Zeit. Ja, so sieht es aus. Der Tod eines Drachen. Ist ja krass, von oder? So sieben Leben. Ja, aber man kriegt es wieder rein, oder? Ja, ich glaube. Keine Ahnung. Das war jetzt ein krasser Abschluss. Hammer. Jetzt sehen wir auch mal das. Das kriegst du wieder rein. Und das Gummi? Das hat innen rein. Das liegt weiß Gott wo. Ne, das ist nicht mal mehr da drin. Ist ja krass. In der Luft zerstört, oder? Aber wie? Das war der Hammer. So, ja, gibt es eine passendere Stelle als hier? Zu beenden, oder? Mit den Worten, der Flug des Drachen. Der Flug des Drachen. Aber der Drache hat ja eine Reserve-Leber. Oh, ohne Zahn. Yes! Es ist ja der Hammer. Aber in einer Höhe von 7, 8 Meter hat es sich verrissen. Ja, geht. Er grinst noch. Boah, ich das Hammer ab. Yes, Marianne Josef. Ja, da sehen wir mal, wie dünn das hier ist. Das ist ja gar nichts, ne? Das ist ja kein Materialsteig. Boah, die Dinger hat es hier abgefatzt. Ist total ölig. Ölig? Ist total ölig, haben wir hin. Alle hin, oder? Silikonspray draufgemacht. Gell, Silikonspray? Abzeig. Ja. Ach, ist das krass. Und wenn ich Glück habe, habe ich so Kamera, ne? Wenn ich Glück habe, habe ich es drauf. Ha? Zumindest hast du auf der Kamera, wie ich in Deckung gehe. Ich kann von in meine Richtung kommen. Okay, also Leute, wir machen mal Schluss. Armer ohne Zahn. Also, Leutchen, dann sage ich mal, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal, Joe. Ich bin gerade... Sprachlos, wir sind beide sprachlos. Ich bin gerade sprachlos, ich muss das... Okay. Das Desaster. Oh. Ohne Zahn steigt in den Himmel.